Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin hier gerade schon beim Dolando, der futtert gerade. Denn heute ist sozusagen Teil 2 von dem Turnierwochenende, also von diesem Wochenende. Das letzte Video war ja schon von Valley. Also von mir aus jetzt gestern der Tag, aber ich weiß nicht genau, in welchem Abstand ich die Videos hochlade. Auf jeden Fall war gestern die Eldressur mit Valley und für euch das letzte Video. Und die ist ja auch echt gut gelaufen. Und heute geht es mit Dolando zum Springen. Das ist unser erstes gemeinsames Turnier dieses Jahr. Also genau, letztes Jahr haben wir uns ja erst kennengelernt. Also da hatten wir unsere erste Saison erst. Und ja, heute ist der Start in die zweite gemeinsame. Es kann sein, wir sind ja das erste Mal unterwegs. Ich weiß nicht, wie Dolando dann drauf ist. Ob er dann vielleicht nicht gleich alles springt oder doch. Wäre natürlich schön, aber ja, muss man sehen. Also letzte Saison hat er ja wirklich alles immer richtig gut gemacht. Und was er aber direkt schon mal nicht so gut gemacht hat, ist, wie er sich vorbereitet hat, indem er sich komplett eingebaut hat. Er ist absolut dreckig. Beide Seiten. Und diese Seite ist auch richtig toll. Ich glaube sogar noch schlimmer. Ja, richtig top. Vor allem ist es auch noch ein bisschen nass. Kann es auch nicht richtig abputzen. Aber egal, wir gehen jetzt rüber und dann versuchen wir uns wieder zu säubern. Genau, und dann geht's gleich schon los. Wir sind jetzt in der Stallgasse. Und jetzt werde ich dann gleich mal putzen, aber als allererstes werde ich ihn einflechten, weil in der Zeit kann vielleicht nochmal dieser Sand trocknen, weil wenn der trocken ist, kann man den, glaube ich, super einfach runterbürsten, aber ist halt leider nicht trocken. Ja, das ist halt echt sehr, sehr dreckig. Naja, gut, kann man jetzt alles mehr machen. Ich werde jetzt erstmal mit Einflechten anfangen. So, Dolando ist jetzt eingeflochten, aber hier ist jetzt noch dreckig, weil da kam man halt eben nicht dran, weil ich da ja geflochten habe. Aber hier ist es schon um einiges besser geworden. Diese einzelnen nassen Stellen kriegt man nicht weg. Dolando hat halt gerade auch nicht das schönste Fell, weil es halt noch recht lang ist, so, weil wir ihn ja nicht geschoren haben. Aber er ist jetzt hier wenigstens wieder ja recht sauber, wenigstens wieder seine Farbe. Also so ist auf jeden Fall schon mal um einiges besser. Und dann mache ich ihn noch transportbereit und wir putzen noch ein bisschen weiter. Dann geht es los. So, jetzt sind wir schon so gut wie fertig. Wir haben jetzt die Transportgamaschen dran und der ist jetzt auch recht sauber und dann machen wir jetzt noch eine Abschlussdecke drauf und dann, ja, fahren wir los. So, wir haben jetzt noch eine Abschlussdecke oben drüber gemacht, weil es ist halt schon recht kalt heute. Und fein, Dolando. Er war jetzt echt schon länger nicht mehr auf dem Hänger, aber er geht immer noch top drauf. Und genau, so friert er auf jeden Fall nicht. Ich meine, er hat ja auch wohl recht dickes Fell, aber es ist schon wirklich ziemlich kalt heute und mit dem Fahrtwind und so ist es, glaube ich, besser. Genau, und jetzt hat er da noch ein bisschen was zu futtern und dann geht's jetzt los. Oh,
Wir haben jetzt die Prüfung geschafft und das war echt richtig gut. Also wir wurden ja sogar platziert und wir hatten eine richtig tolle Note, eine 7,4. Also ja, Lolando, der hat es einfach richtig gut gemacht, weil ich wusste ja jetzt nicht so ganz, es war jetzt erstes Turnier für dieses Jahr. Ich meine, sonst hat er mir eigentlich auch nie im Stich gelassen, aber man weiß ja nicht so ganz immer. Und er hat aber nicht einmal mit der Wimper gezuckt und ist da super durchgelaufen. Ja, hat er echt klasse gemacht. Und hat er ja sich auch ja, als belohnende Schleife geholt sozusagen. Jetzt sattel ich ihn eben ab. Und genau, dann geht's auch gleich nach Hause. Und er ist auch wie immer tiefenentspannt. Das ist echt so angenehm mit Lolando. Ach ja. Zurück. Ich mache gleich noch die Zöpfe raus bei Lolando, sonst ist alles schon ab. Der hat hier momentan keine Decke mehr auf, weil der ja auch ja nicht geschoren ist. Man sah es ja auch heute Morgen, dass er sich da auch sehr eingesaut hat. Also da wäre es vielleicht schon mal ganz gut, eine Regendecke dann teilweise drauf zu machen, aber wir wussten noch nicht, dass er sich jetzt so einsauen wird. Auf jeden Fall hat er es echt richtig klasse gemacht und hat mir echt total viel Sicherheit wieder gegeben, dass er es direkt wieder so toll gemacht hat und wir so an der letzten Saison wieder anschließen konnten. Also richtig super. Lecker Schmecker. Er hat auch wieder wunderschöne Locken jetzt und kann jetzt hier seinen Feierabend genießen. Das war auf jeden Fall ein richtig guter Saisonstart mit Lolando. Und am nächsten Tag sind wir zu dem gleichen Turnier auch noch mit Valli gefahren. Und da lief es auch echt gut. Da sind wir einen Dressurreiter L wieder geritten, diesmal den LR2. Und ein paar Ausschnitte aus der Prüfung werdet ihr jetzt auch noch sehen. Und dann auch die Siegerehrung. If I could run with you, and from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we go. Gab es da keinen persönlichen Kommentar von den Richtern, aber man konnte es natürlich nachher ein Protokoll abholen und da war ich auch echt zufrieden mit, was da drin stand und mit der Note auch extrem, die war richtig super. Wir hatten eine 7,2, was für uns in der Eldressur bisher die beste Note war und ich war auch vor allem richtig happy, dass in dem Kommentar nicht drin stand, dass ich irgendwie in der linken Hüfte einknicke oder irgendwie schief saß, weil das habt ihr auch, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, gehört, dass die Richter es auch dort gesagt haben und das war auch schon mal früher mein Problem, dass ich ja manchmal so ein bisschen schief saß. Das haben wir dann sozusagen richten lassen und das war dann auch gut, aber anscheinend ist es jetzt so ein bisschen wiedergekehrt durch den Wachstum oder so. Aber ich habe dann an dem Turniertag am Morgen oder auch am Tag vorher so ein paar Übungen gemacht und anscheinend hat es geholfen und ich war nicht so schief oder nicht mehr, gar nicht mehr schief, was natürlich richtig toll ist. Und dann, ja, hatten wir eine 7,2, waren damit sogar noch auf dem 7. Platz platziert. Also einfach klasse, dass wir sogar in L ja gleich nochmal platziert waren. Also ja, echt richtig gut gelaufen.
Ja, das war der letzte Ritt von diesem Wochenende und somit auch das letzte Video zu diesem sehr vollen Turnierwochenende. Aber es lief ja wirklich richtig gut, hat auch echt Spaß gemacht. Und wir wurden einfach in jedem Ritt platziert und zufällig auch in jedem Ritt auf den 7. Platz platziert. Also richtig verrückt, aber richtig super. Auch vor allem in den L-Dressuren freut es mich extrem, weil ja, das ist halt schon echt heftig irgendwie, auch so für uns, weil wir ja, ja, irgendwie hatte ich damit nicht gerechnet, dass wir da in L doch auch noch Steifen holen können. Aber auch mit Lando bin ich extrem zufrieden. Also allgemein auf beide meine Ponys bin ich sehr stolz. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!